Einen schönen guten Abend, liebe Brüder und Schwestern, sehr geehrte Damen und Herren, ich grüße Sie alle ganz herzlich. So, jetzt haben wir die theologischen Themen bearbeitet heute und jetzt muss es wieder evangelistisch, missionarisch weitergehen. Alles zu seiner Zeit. Und ich möchte Ihnen ein Wort vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 15. Kapitel ab dem Vers 4. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und so er der eines verliert, der nicht lasse die 99 in die Wüste und hingehe nach dem Verlorenen, bis das er es finde. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf seine Achseln mit Freuden. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freuet euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, also wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, von 99 Gerechten, die Buße von 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Oder welches Weib ist, die 10 Groschen hat, so sie den einen verliert, die nicht ein Licht anzünde und kehre das Haus und suche mit Fleiß, bis dass sie ihn finde. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Groschen gefunden, den ich verloren hatte. Also auch, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Was für eine herrliche, wunderbare Begebenheit. Und es fängt so in den zweiten Vers vorher an, zwei Verse vorher, und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Ja, lieber Sünder, da ist jeder Sünder mit gemeint. Da ist der Sünder, der Punker, der Rocker, der Skinhead gemeint, der jetzt irgendwo am Bahnhof sitzt, der mit der ganzen Sache gar nicht mehr klarkommt, der sagt: Mir fehlt Geld und wenn ich ein bisschen Geld habe, da haue ich mir die Birne mit zu. Und am Drogen hänge ich auch noch und meine Frau hat mich auch verlassen. Das ganze Programm, ich sitze jetzt hier und weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht. Das ist so der Gedanke, den die gutbürgerlichen Sünder haben über die sogenannten groben Sünder. Und ich möchte den sogenannten groben Sünder entgegenrufen: Du bist genau so ein Schaf, was verloren ist, was der Herr Jesus Christus sucht. Du hängst vielleicht in den Zaun der Drogensucht fest, in den Zaun des Alkoholismus, du hängst fest in dem Zaun, ja, des Methadonprogramms, du kommst irgendwie nicht raus, du hängst fest in den Zaun der Hurerei, dein ganzes Leben, so würden die Menschen sagen, der hat es doch zu nichts gebracht. Aber ich will dir sagen, Jesus ruft auch dich und sucht. Er sucht und sucht und sucht. Du bist auch eines von diesen einem Schaf, wo er die anderen 99, die sagen, ich brauche gar keine Buße, die er loslässt und sagt, ich will dieses eine Verlorene suchen. Jesus ist der Aktive. Jesus ruft. Und vielleicht hast du Erinnerungen in dein Leben, wo du gesagt hast, weißt du was, Arno, ich habe schon öfter mal sein Klopfen gehört. Sein Klopfen, sein Aktivsein. Er klopft vor deiner Herzenstür. Er klopft und sagt: Michael, Sabine, Ulrike, wie du auch heißt, mach mir doch endlich auf. Und das ist der Herr Jesus, der dich wirklich zum Heil deiner Seele erwählt hat. Aber du willst diese Erwählung nicht festmachen und du tust ganz bewusst sagen, ich will mit dir, Herr Jesus, nichts zu tun haben und hältst von innen die Herzenstür zu und sagst, dieser Herr soll nicht über mich herrschen. Wenn du in die Hölle kommst, ist das deine eigene Verantwortung. Wenn du verloren gehst, lass dir durch so manche theologische Diskussion nicht eintrichtern, dass es eine Erwählung für die Hölle gibt. Es gibt nur eine Erwählung für den Himmel. Eine Erwählung für die Verdammnis gibt es nicht. Das ist deine eigene Verantwortung. Gott möchte, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Aber es gibt viele Menschen, die das Klopfen Jesu Christi bewusst nicht hören wollen und die Herzenstür bewusst von innen festhalten, zuhalten, nur damit er ja nicht ins Herz, in dein Herz einziehen kann. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat
und so er den eines verliert, der nicht lasse die 99 in die Wüste, um das eine zu verlorene zu suchen. Es haben viele Maler diese Begebenheit schon gemalt. Da ist dann auf einmal dieses Schaf, es blökt, es ruft, die Sünde macht dich kaputt, du bist schon durch, du weißt gar nicht mehr, wie es in deinem Leben weitergeht. Und dann auf einmal siehst du den Herrn Jesus versinnbildlich gemeint, er ruft, ich bin doch hier. Und dann kommt er zu dir und befreit dich aus diesem Zaun heraus der Weltlichkeiten, des Saufens, des Hurens, des Abhängigseins von Drogen und so weiter, zieht dich raus und sagt, so, und jetzt lege ich dich auf meine Schultern und bringe dich zurück zum Vaterhaus. Ich bringe dich zurück, wo deine Seele sich nachsehnt. Wenn jetzt jemand sagt, Arno, das ist doch alles Fantasie, das gab es doch noch gar nicht. Doch, ich habe schon so oft davon erzählt. Rocky ging in Hamburg aus seinem Haus heraus. Eigentlich wollte er in die Elbe springen und sagen, hat alles keinen Zweck und alles keinen Sinn mehr. Und dann hört er von Weitem den Posaunenchor. Ja, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Hört er spielen, dann geht er dorthin und da sind freie Christen, freie Gemeinschaftschristen, die ihn in freundlichster Art begegnen. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, lieber Mensch, den du schon länger in einer Gemeindeversammlung gehst, wie begegnest du solchen Sündern? Wie begegnest du solchen Menschen? Rocky ist damals da, auf einmal stand er vor den Christen, tätowiert, ein Ring durch die Nase, ein Ring durch die Ohren, voll nach Alkohol, stinkend. Und dann haben sie ihn freundlichst aufgenommen und haben ihn eingeladen. Kommen Sie doch mal zu uns, zum Gottesdienst. Kommen Sie doch mal. Und das hat er dann gemacht. Er ist dann dorthin gegangen. Und Jesus hat ihn bekehrt. Er hat sich suchen und finden lassen von dem Heiland seiner Seele, von dem Herrn Jesus Christus. Aber die Leber, die war schon zerfetzt vom Alkoholismus. Natürlich, wenn es Gottes Wille gewesen wäre, hätte er sie heilen können, gar keine Frage. Aber der Rocky musste diesen Weg gehen. Und auf sein Sterbebett hat er noch ein Zeugnis für Jesus ausgegeben. Ich möchte dich heute auch wiederum einladen. Ich möchte das jetzt jeden Tag tun. Ich möchte dich einladen, dass du zu Christus kommst. Und dass du dieses erlebst, dass du jetzt in diesen Zaun festlegst. Vielleicht sagst du, Arno, das, was du alles aufgezählt hast, in diesen Zaun hänge ich gar nicht fest. Vielleicht hängst du in dem Zaun der Selbstgerechtigkeit. Vielleicht bist du in dem Zaun, wo du sagst, ich bin eigentlich gar kein Sünder. Eigentlich doch nicht. Und doch möchte ich dir sagen, du bist ein Sünder. Für dich zählt der Römerbrief, das dritte Kapitel, genauso. Du bist genau so ein Sünder, wie das der Römerbrief beschreibt. Gerne möchte ich dir das nochmal vorlesen, damit du das deutlich hörst und weißt, um was es geht. Da heißt es, und im Römer 1, sofort geht es los, ab Vers 28, und gleich wie sie nicht geachtet haben, dass sie Gott erkennet hätten, hatten sie Gott auch dahingegeben, in verkehrten Sinn zu tun, was nicht taugt. Voll alles Ungerechten, Hurerei, Schalkheit, Geizes, Bosheit, volles Neides, Mordes, Haders, List, giftige Ohrenbläser, Verleugner, Gottesverächter, Frevler, hochwertig, ruhmredlich, schändliches Ungehorsam, unvernünftige, treulose, lieblose, unversöhnlich, unbarmherzig. Das ist der Mensch. Das bist du und das bin ich. In unserem Fleisch. Und aus diesem Fleisch heraus kann keiner sich zu Christus bekehren. Was du jetzt brauchst, liebe Seele, der du in diesen Weltzaun festhängst und jetzt Jesus ruft, ist, dass du, Herr Jesus, sagst, Herr, ich knie mich jetzt vor dein Bett hin, ich falte meine Hände und bitte dich, lass mich dieses Rufen hören, mach meine Ohren auf Empfang, mach meine Herzensohren auf Empfang, dass ich dein Rufen höre, dass ich dein Rufen höre. Und ach, mach mich willentlich, dass ich sag, hier, Herr Jesus, hier bin ich, zieh mich raus aus dem Schlamm des Sündendrecks, zieh mich raus. Dass ich das vernehme, dass ich das bin, dieses Schaf. Und der Jesus Christus sagt, wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen. Er wird das hören, er wird sagen, da ruft ein Sünder,
dass der Sünder ruft zur Buße nach Buße. Ich will das gerne geben. Und der Jesus kommt und der holt dich raus aus dieser Welt, aus diesen Sünden, aus diesem Dreck und wird dich dazu festigen, dass du ein neues Leben beschenkt bekommst, ein neues Herz, eine komplette Veränderung, ein Radikalwechsel. Da wird nicht irgendwie nur mal so ein Hemd ausgewechselt, es kommt, alles wird neu. Ja, du wirst eine neue Kreatur. So sagt das der Jesus. Eine neue Kreatur. Ist das nicht schön? Und der Jesus, der weiß auch, ein Schaf, was da so drinne ist, so in so einen Zaun, das hat vielleicht so einige Wunden, Verletzungen. Vielleicht hast du so einige Wunden, wo du sagst, weißt du was, Arno, ich wurde als Kind missbraucht. Dann mein Vater hat meine Mutter geschlagen. Ach, was ist alles in den Menschen, was alles so möglich ist. Und mein Vater hat gesoffen, meine Mutter hat gesoffen. Mir steht das alles bis hier. Und die Wunden, die wollen einfach im Herzen nicht zugehen. Ich möchte dir sagen, das ist nicht nur so ein dummer Spruch. Jesus Christus, mein Herr und Gott, dessen Evangelist und Knecht ich sein darf, den ich so von ganzem Herzen aus seiner Gnade liebhaben darf. Jesus hat Salben. Jesus kann das alles wieder so tun, dass du auch diese Wunden, dass der Herr Jesus die behandelt und er dir Geschwister an die Seite stellt, einen Weg deutlich macht, dass du auch diese Wunden im Herzen, ich weiß, von was ich rede, ich habe selber solche Wunden im Herzen, wo der Herr Jesus so die Pflaster drauf gemacht hat und das alles so wieder neu gemacht hat. Lass dich auf Jesus ein. Ich bin so von entzückt von dem heiligen, lebendigen Sohn Gottes. Ich möchte von nichts anderes mehr reden und predigen als von Jesus allein. Lass dich auf Jesus ein. Komm zu ihm und lass dich aus diesem Zaun der Weltlichkeit herauslieben. Ja, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, der wird heil zu derselben Stunde. Gott segne dich und dass du heute noch ein Gotteskind wirst. In Jesu Namen. Amen.